Madumesta Jack Mogale wurde 1968 in Südafrika geboren. Bekannt wurde er als West End Serial Killer. Er gab sich selbst als Prophet aus und lockte junge Frauen unter anderem in eine leerstehende Fabrik nahe seines Hauses, um sie dort zu missbrauchen und zu töten. Zwischen 2008 und 2009 lockte er mindestens 19 Frauen und Mädchen dorthin. 16 davon strangulierte er zu Tode. Zeugenaussagen lieferten nach dem Verschwinden eines Mädchens den Behörden das Nummernschild des Täters, welche Mogale am 27. März schließlich festnahmen. Er behauptete, das Opfer einer Verschwörung zu sein. Die Aussagen der Überlebenden führten dazu, dass man Mogale am 17. März 2011 zu 16 lebenslangen Haftstrafen plus weiteren 23 Jahren Haft verurteilten. Eine Bewährung wurde ausgeschlossen. Höchstwahrscheinlich befindet er sich nach wie vor in Haft.